Mr. Wissen2Go, auch bekannt als Mirko Trotschmann, hat also ein Video gemacht über Umvolkung und den großen Austausch. Es ist ein geheimer Plan der Eliten. Deutschland soll nach und nach abgeschafft werden. Immer mehr Ausländer rein, immer mehr Deutsche raus. Ich sage das so gerne, dass es so amüsant ist. Wir dürfen Mr. Wissen2Go über 10 Minuten dabei zusehen, dabei betrachten, wie er kunstfertig um diesen Strohmann herumwirbelt, ausweicht, in Deckung geht, Haken austeilt und dabei trotzdem es nicht einmal schafft, den von ihm selber aufgestellten Strohmann zu widerlegen. Von dieser Theorie liest, hört und sieht man im Internet immer wieder. Und als Kronzeuge für seine These, als ersten Fall quasi, um das zu erklären, nimmt er den uns allseits bekannten Yascha Mauung. Und das ist schon mal der erste totale Schuss ins Knie. Zum Zweiten, dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Ist damit wirklich alles gesagt? Beweist Yascha Mauung damit, dass der Bevölkerungsaustausch von langer Hand geplant ist, also ein Experiment der Eliten ist? Das habe ich ihn einfach mal direkt gefragt über Skype und folgendes war seine Antwort. Nein, natürlich nicht. Weder ich noch Frau Merkel noch irgendjemand, der sagt, wir machen jetzt hier in Deutschland ein Experiment, sondern aus ganz anderen Entscheidungen, auch wirtschaftlichen Entscheidungen, haben wir etwas gemacht, was in historischer Perspektive ein neuartiges, einzigartiges Experiment ist. Aber nicht, weil jemand gesagt hat, wir machen hier das Experiment, sondern weil noch irgendjemand, der sagt, wir machen jetzt hier in Deutschland ein Experiment, sondern aus ganz anderen Entscheidungen, auch wirtschaftlichen Entscheidungen, haben wir etwas gemacht, was in historischer Perspektive ein neuartiges, einzigartiges Experiment ist. Aber nicht, weil jemand gesagt hat, wir machen hier das Experiment, sondern weil spätestens an der Stelle sollte Mirko merken, dass sich Yascha Mauung um Kopf und Kragen geredet hat. Wieder einmal, der Typ ist einfach Gold für uns. Jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, bestätigt er all unsere Warnungen und Thesen, weil er einfach, er kommt ja von Elite-Unis und Thinktanks, gar nicht mehr gewohnt ist, außerhalb dieser Elfenbeintürme zu sprechen. Und es ist mir schleierhaft, warum Mr. Wissen2Go das reinschneidet. Yascha Mauung doubled down. Er doubled down und bestätigt sogar den Strohmann. Was er nämlich konkret hier sagt, ist, wir, wer auch immer das ist, haben das gemacht, also das einzigartige soziale Unterfangen. Nach wie vor ist es bei ihm eine Sache, die getan wurde von einer Gruppe, aber nicht einfach so als Experiment, sondern aus wirtschaftlichen Gründen seit den 50er und 60er Jahren. Kann das sein, dass hier etwas von langer Hand geplant ist? Das ist ja verschwörungstheoretischer als meine eigene Sicht auf den großen Austausch, die ich später im Verlauf des Videos präsentieren werde. An dem Punkt wollte ich eigentlich folgendes Meme einfügen. Congratulations, you played yourself. Aber dann wurde mir klar, das kann kein Zufall mehr sein. Nein, das ist ein geheimer Widerstandsakt von Mirko, quasi Over-Affirmation in den Fußstapfen von Hans-Georg Maaßen. Gleichzeitig ist es so, dass tatsächlich momentan viele Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland kommen und dass mit Deutschland etwas passiert seit einiger Zeit. Frage ist, verkraftet unsere Gesellschaft so etwas? Eine gute Frage und wir freuen uns doch alle, dass wir endlich zur Essenz kommen, weg von den Spiegelfechtereien über geplant oder nicht geplant zur Frage, was dieser unleugnbare, bereits in einigen Bereichen abgeschlossene Prozess des Bevölkerungsaustausches politisch und sozial für unser Land bedeutet, als ein einzigartiges, Zitat Yascha Mauung, historisches Phänomen. Und ich bin gespannt über die Meinung von Mr. Wissen2Go zu dieser eigentlich zentralen Frage. Dummerweise hören wir seine eigene werte Meinung gar nicht. Nein, er gibt die Frage ab an den fleischgewordenen Appeal to Authority, einen weiteren Experten. Genau das wollte ich von Jochen Oltmer wissen, von der Universität Osnabrück. Er ist Migrationsforscher. Kamera zoom auf die Bücher, um zu zeigen, der Mann weiß, wovon er spricht. Die Frage, ist das zu viel, können wir das verkraften, sind überhaupt nicht neu. Und ich denke, das, was man beobachten kann, ist, dass die bundesdeutsche Gesellschaft damit sehr gut klargekommen ist. Die Frage ist vielleicht überhaupt nicht neu, aber was passiert ist historisch einzigartig, wie wenige Minuten vorher Yascha Mauung als Kronzeuge von Mr. Wissen2Go selbst gesagt hat. Ich meine, wenn du zum Arzt gehst mit einer offenen Wunde und der dann sagt, ach, kein Problem, Todesangst ist überhaupt nicht neu, gehen Sie nach Hause, trinken Sie einen Kamillentee, dann wärst du auch nicht sehr beruhigt. Und sogar Mirko hat leichte Zweifel
und fragt sich und den Herrn Experten etwas. Man muss aber sagen, wenn man sich die Diskussion genauer anschaut, stellt man fest, vermutlich hätten die wenigsten Kritiker der Zuwanderung, die wir gerade in Deutschland haben, ein Problem damit, wenn Leute aus Österreich oder Frankreich nach Deutschland kommen würden. Es geht vor allem um Menschen muslimischen Glaubens. Es wird ja auch oft von einer Islamisierung gesprochen. Aber die These, die dahinter steckt, ist ja, Muslime können sich in Deutschland schlechter integrieren, können sich vielleicht gar nicht integrieren und verändern die Gesellschaft zum Negativen. Was ist da dran? Auch das wollte ich von Jochen Oelt mal wissen. Ja, was ist dran an der steilen These, dass Muslime Integrationsschwierigkeiten hätten im Vergleich zu anderen Ethnien? Sollen wir uns vielleicht anschauen, die Arbeitslosenzahlen, die Kriminalitätsstatistik, die Terrorgefahr, den Anstieg, die subjektiv wahrgenommene Integration? Nein, wir fragen einfach den Experten. Also, Herr Oeltmann, was ist dran? Nichts. Oh mein Gott.